Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Eiweiß gut kombiniert. Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Ihr Lieben, für den Content der echten Patientenfälle plus weg abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht. Zurück zum Patientenfall. Ich hatte einen Patienten in der Praxis, der die Fragestellung hatte, wie man Eiweiß, also Lebensmittel mit Eiweiß kombinieren kann, damit die Aufnahme von Eiweiß erhöht wird. Also geht das überhaupt? Ja, das geht. Man nennt heute bei Eiweiß das eine sogenannte biologische Wertigkeit. Das heißt, wir haben ja die Eiweißquelle aus tierischen Produkten und aus pflanzlichen Produkten. Und wenn ich das pflanzliche Eiweiß zum Beispiel mit dem tierischen Eiweiß erhöhe, habe ich die Möglichkeit an der Stelle auch die einzelnen Eiweißbausteine zu kombinieren und damit habe ich eine höhere Eiweißaufnahme. Was wäre das als Beispiel? Tierische Produkte sind ja in der Regel Milch-Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei. Das ist ja das, wo wir die Eiweißquellen aus den tierischen Produkten haben. Wildfleisch und sowas gehört natürlich auch dazu. Dann ist es so, dass die pflanzlichen Eiweiße in der Regel die Beilagen sind. Hier stößt die Kartoffel zum Beispiel eher in den oberen Bereich, aber natürlich auch Reis und Nudeln, weil die aus Getreide hergestellt werden. Dann haben wir den Anteil Getreidekörner, also sowas wie Getreideflocken, Haferflocken zum Beispiel. Natürlich gilt auch ein Brot, was auch einen gewissen Eiweißanteil hat. Und vor allen Dingen eiweißreich sind dann die Hülsenfrüchte, also Erbsen, Linsen zum Beispiel. Da gehören auch die roten Bohnen oder weißen Bohnen zum Beispiel dazu, weil wir da wirklich die Eiweißquelle drin haben. Nüsse sind auch noch ein Anteil, wo gesundes pflanzliches Eiweiß drin ist. Wie kann ich das jetzt kombinieren? Also ich kann zum Beispiel Milchprodukte, ein Joghurt und Quark kombinieren, Getreideflocken obendrauf, also zum Beispiel Haferflocken und vielleicht noch Nüsse obendrauf mit etwas Früchten kombinieren. Ich kann ein Stück Fleisch mit Kartoffel und Gemüse wie Linsen zum Beispiel kombinieren. Ich kann Erbsen, Bohnen, Mais, Linsen kombinieren, zum Beispiel mit Thunfisch, wenn ich das mag, und einen Anteil Kartoffel, Reis oder Nudeln dazu. Ich habe die Möglichkeit, das Geflügelfleisch zum Beispiel überbacken mit Käse, einen Anteil Gemüse dazu und dann eine Beilage, zum Beispiel Kartoffel. Man erhöht sozusagen den einzelnen Eiweißanteil durch die Kombination der Lebensmittel. Das heißt, wenn ich das Eiweiß aus dem Fleisch, das Eiweiß aus den Hülsenfrüchten zum Beispiel nutze und dann noch kombiniere mit dem Kartoffeleiweiß, dann sind die einzelnen Eiweißbausteine da und die werden wie eine Kette zusammengesetzt. Das nennt man dann diese biologische Wertigkeit. Das heißt, die ergänzen sich wie Bausteine miteinander, werden sozusagen kombiniert. Und dadurch erhöht sich dann diese Eiweißstruktur. Das heißt, es gibt mehrere Möglichkeiten, tierische und pflanzliche Eiweiße zu kombinieren. Probiert das einfach mal aus. Guckt mal, was ihr gerne mögt. Früher hat man immer normale Mischkost dazu gesagt. Und diese Mischkost ist am Ende die Struktur, wenn ich verschiedene Lebensmittel miteinander mische. In der veganen Kost oder in der vegetarischen fallen ja manchmal ein Teil der tierischen weg. Da muss ich dann wirklich die pflanzlichen Eiweiße, besonders die Hülsenfrüchte, die Nüsse zum Beispiel und auch den Anteil Beilagen nutzen, um die Eiweißquellen besser miteinander zu kombinieren und hochzukriegen. Mal weggesehen davon, dass ich externes Eiweiß natürlich als Eiweißpulver mit Erbsenprotein, Lupinenprotein, Reisproteine, gibt es ja ganz viel, die tierischen Proteine aus dem Milch- und Milcheiweiß zum Beispiel, wenn ich solche Sachen mal nicht dazu rechne. Die würden das aber natürlich auch ergänzen, wer mag. Also kombiniert richtig an der Stelle. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ganz liebe Grüße. Fallen euch Ideen ein, wie ihr das kombinieren könnt? Dann schreibt es mir gerne. Ganz liebe Grüße, eure Sandra und dann bis zum nächsten Patientenfall.